Vielleicht mache ich hier mal schnell so. Ah, ich habe natürlich genau da die Fackeln getan. Hauen wir sie mal dahin. Ja, also das hat mich dann. Und die haben dann noch ein, zwei Sachen geschrieben, wo ich mir dachte, ja, okay. Bestätigt nur das, was Ungespiek gesagt hat. Komm schon. Geh kaputt. Endlich. So, sonst ist hier nichts. Weiter. Naja. Dann habe ich aber noch was gefunden, nämlich ein Video, das ungespielt, das vermutlich letzte Video, das ungespielt auf seinem Kanal veröffentlicht hat. In dem hat er, das geht auch fast eine Viertelstunde. So sind wir hier. Ah, okay. Da vorne ist unser Haus. Ich sehe es nur nicht. Und da ist das Dorf. Das sehe ich auch nicht. Egal. Wieder abtauchen. In dem Video, ich habe euch ja gesagt, der Ungespielt war sehr dürftig an Informationen und ist in der Reportage, ist er den Fragen eher ausgewichen und so weiter. Und ich muss sagen, in dem Video, das ich gefunden habe, macht er das konkrete Gegenteil. Und er macht wirklich konkrete Angaben, alles konkret. Er beantwortet Fragen so gut wie möglich. Also, was heißt beantwortet Fragen? Aua. Da ist er irgendwo. Da ist er. Er sagt halt seine komplette Meinung und so weiter und. Moment, mal kurz. Er geht da auch vor allem näher auf den Roadtrip ein. Oh. Ich habe gehofft, das würde reichen, dass er nicht explodiert. Den er gemacht hat und sagte, ja, bereits Monate zuvor hat er versucht, mit MediaCraft darüber zu reden. Über diesen Roadtrip. Und wollte Unterstützung von denen und die haben gesagt, nee, gibt's nicht. Und irgendwann sind sie dann halt zur Telekom gegangen und haben gefragt, hey, könntet ihr uns vielleicht ein paar Internetsticks geben für den Roadtrip? Das wäre echt super nett. Manche anderen YouTuber haben auch Geldpreis und Geld, also Investitionen oder sowas bekommen und angenommen, meinte er, aber er selber hat nur den Internetstick mitgenommen, damit er eben auch uploaden kann und so weiter. Nicht mal das wollte MediaCraft machen, hat er gesagt. Also die haben wirklich gar nichts gemacht. Und erst als MediaCraft das erfahren hat, hey, die haben ja Internetsticks bekommen. Wo sind wir denn jetzt hier? Cool. Bereits eine Woche irgendwie so nach Roadtrip-Beginn hat sich der MediaCraft gemeldet, hey, Jungs, wir wollen euch doch sponsoren. Ihr kriegt irgendwie so mehr als 10.000 Euro oder sowas. Und bis dato haben sie das Geld aber nicht bekommen. Also erst nachdem sie das wussten, dass sie das gewesen ist, haben sie ihm das Angebot gemacht. Und jetzt wollen sie es ihnen nicht geben mit der Begründung, hey, die haben ja das und das gemacht. Da wussten die das aber bereits. Also ganz ehrlich, das finde ich irgendwie nicht toll von denen, was sie dafür Scheiße teilweise machen. Da bin ich vollkommen auf ungespielt Seite, muss ich auch zugeben. Nein, aua. Oh, knapp. So, noch ein bisschen höher, noch ein bisschen höher. Vielleicht hier noch eine Fackel. Ein paar haben wir ja noch. Ich glaube, hier war ich schon mal. Hier war ich schon mal. Okay. Naja. Nee, den kriege ich von hier aus nicht. Von hier aus. Ah, das wird nichts. Das wird nichts. Ah.
endlich wieder mit drei Schlägen töten. Das ist so schön. Überall Creeper hier. Das gibt's doch nicht. Wieso sind hier überall Creeper? Okay, der nächste bleibt aus. So, jetzt erstmal hier alles beleuchten. Lapis Lazuli. Naja. Und... ja, was soll man dazu noch sagen? Er gibt halt auch konkret Gründe an, warum er jetzt mit den YouTube-Kanälen aufhören möchte. Und so weiter. Und ich muss sagen, diese Gründe sind für mich vollkommen in Ordnung. Er hat als Gründe genannt, dass er so nicht weitermachen kann und dass es hier um seine Ehre geht und seine Menschenwürde und was weiß ich noch alles, was er genannt hat. Es waren, glaube ich, zwei, drei konkrete Sachen. Ich weiß, Ehre war dabei. Die anderen ein, zwei weiß ich nicht mehr direkt. Und es ist ihm vollkommen egal. Er hat auch gesagt, das, was er jetzt hat, er verdient ja mit diesen etwa 30 Millionen Klicks, was er hat, verdient er ja eine Menge Geld und könnte davon leben. Das gibt er jetzt alles auf, weil er auf die Missstände von Mediacraft hinweisen möchte, dass es so einfach nicht mehr weitergehen kann. Er hat auch gesagt, vielleicht gibt es, also es gibt garantiert YouTuber, die damit mit Mediacraft zufrieden sind, aber er eben und viele andere nicht. Ich habe übrigens nachgesehen, es stimmt, es gibt viele andere YouTuber, die damit nicht zufrieden sind. Unter anderem muss ich sagen, ist auch LeFloid gegangen mit derselben Begründung, so ungefähr. Und ich muss sagen, also LeFloid war eben auch bei Mediacraft und ist jetzt gegangen, weil es ihm dort nicht gepasst hat. Das war für ihn viel zu blöd. Und was ich so jetzt nach und nach immer wieder höre, verstehe ich auch vollkommen. Ne, Mediacraft soll... oh, das ist ein Enderman. Soll auch gedroht haben, wenn die das vor Gericht ausstreiten wollen. Also, das habe ich noch gar nicht gesagt. Sie sind ja, also, ungespielt und viele andere YouTuber sind ja immer wieder hingegangen zu Mediacraft und haben gesagt, hey, wir wollen den Vertrag auflösen. Wie sieht es jetzt aus? Sie sind auch immer wieder hingegangen und haben gesagt, hey, wir würden gerne mal reden mit euch. So kann es nicht weitergehen. Und irgendwie war nichts mit reden. Mit dem Chef selbst haben sie noch nie reden dürfen. Irgendwie sowas. Okay, da geht's dann so weiter. Naja. Okay, hier ist gar nichts. Und irgendwann sind sie dann eben vor Gericht gegangen. Die sind jetzt auch schon seit Monaten vor Gericht. Und das bringt irgendwie nichts, weil Mediacraft das immer irgendwie immer nur hinzieht bis zum Vertragsende irgendwie so. Ja, ihr wollt gegen uns vorgehen. Ja, schön für euch. Wir zögern das so lange als möglich. Zwischendrin wird dann der Anwalt gewechselt und heißt es, also das hat er jetzt gesagt, heißt es ja, also ungespielt. Ja, ich bin neuer Anwalt, ich kenne mich da noch nicht aus. Ich muss mich da jetzt erst einarbeiten. Gebt mir mal bitte die Zeit und dann gibt es da auch wieder Pause. Okay. Aber sonst ist hier nichts. Dann mache ich hier oben aber noch eine Fackel hin. Jetzt brauche ich neue Fackeln. Ja, egal. Und... der ist es schon seit Monaten gerichtlich im Streit mit denen, weil sie sich einfach nicht irgendwie einigen wollten. Ich habe auch unter dem Facebook-Beitrag von Mediacraft, den sie veröffentlicht haben, habe ich dutzende Kommentare gelesen, die dann ziemlich viel Sinn ergeben. Zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, irgendwas so in der Art... wo ist der? Der ist da. Okay, dann kann ich da zumachen. Irgendwas so in der Art, wieso... ach genau, das war... wollte ich überhaupt sagen. Ungespielt hat auch gesagt, dass Mediacraft Leute gesagt haben, wenn du vor Gericht gehst, dann machen wir dich fertig und wir zwingen dich in die Privatinsolvenz und so weiter. Was weiß ich, was sie noch gesagt haben. Und da hat er dann angefangen zu kämpfen, meint er selbst in dem Video. Das ist unter dem Hashtag Freiheit irgendwie zu finden und das ist auf seinem Kanal auch das letzte Video. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Seht es euch einfach selbst an, ich kann hier nicht alles erklären. Also ich mache das auch nur grob hier. Ich
Ich glaube, ich rede schon seit garantiert 2 Folgen über ungespielt. Ich glaube, ich habe noch nie so lange über ein Thema geredet. Naja. Auf jeden Fall ging es dann weiter. Ist er halt vor Gericht gegangen und. Nein, der Facebook-Antrag. Und diese Behauptung, sie hätten ihn gedroht, privat und so weiter, bla bla bla. Dazu haben sie sich in ihrem Facebook-Beitrag nicht geäußert. Und da gibt es Leute, die fragen: Hey, ihr kennt das? Wieso äußert ihr euch dazu nicht? Wieso? Und mittlerweile bin ich auch selbst fast der Meinung, die äußern sich nicht dazu, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen, weil es wahr ist. Ich meine, die haben ja ein PR-Management oder was weiß ich. Und hier ging es doch irgendwo noch. Nee. Oder war das woanders? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich dann hier noch zumachen. Ein Zombie. Naja. Also es ist eine große Geschichte einfach. Und es ist wirklich sehr viel da passiert. Und ganz ehrlich, ich bin auf der Seite von ungespielt. Also ich habe meine Meinung gebildet. Ich bin auf der Seite von ungespielt. Muss ich ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich mich in dem Fall nicht eingelesen hätte, hätte ich hier sagen, wäre ich auf ungespielt Seite. Also zumindest würde ich zu ihm stehen, denn er ist ja ein Freund von Ricolat, auch wenn Ricolat ihn leider nicht mehr allzu oft erreicht. Er hat vor ein paar Monaten, ich glaube 2 oder 3, hat er ihn mal endlich wieder in World of Warcraft angetroffen. Ansonsten leider kein Kontakt mehr. Vermutlich wegen dieser Geschichte. Dass er da keine Zeit mehr hat oder was weiß ich. Okay, hier geht's auch nochmal weiter. Aber hier ging es weiter. Genau das war das, was ich zumachen wollte. Das da. Dann mache ich einfach mal hier zu. Naja. Also ihr kennt jetzt meine Meinung. Ich bin der Meinung, dass ich zu ungespielt stehe und dass er auch recht hat. So kann es wirklich nicht gehen. Was soll man noch dazu sagen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich muss auch persönlich sagen, YouTube-Netzwerke, also vielleicht mal kurze Erklärung. Er erklärt es auch selbst, also ungespielt erklärt es selbst in seinem Video, was YouTube-Netzwerke sind. Das sind so. Das ist so eine Art Zusammenkunft von Personen, fast schon eine Firma, irgendwie sowas, Unternehmen, die YouTuber rechtlich abdecken und absichern. Weil das zumindest tun sollten. Und. Ah, heller. Und da den Netzwerken kann man eben als YouTuber beitreten und dafür. Aber nicht, die machen nicht nur das, sondern die sorgen auch dafür, dass man bekannter wird, dass man mehr Geld verdient und so weiter. Und geben. Sie machen einfach eine Menge. Oder machten zumindest eine Menge. Mittlerweile wurde ja die Regelung von YouTube-Netzwerken ein bisschen geändert, sodass sie mittlerweile nur noch ungefähr 3 Viertel von dem, vielleicht sogar auch nur noch die Hälfte von dem machen, was sie ursprünglich mal gemacht haben. Okay, hier geht es noch weiter. Jetzt möchte ich aber vorher noch schnell. Okay, da war ich schon, aber da unten gibt es Kohle. Hier nicht, oder? Kurz reinsehen. Nö, sieht so aus, als gäbe es da keine Kohle. Genau, sieht richtig aus. Ach, hier bin ich sowieso schon unter mir. Dann gehen wir hier weiter. Naja, und Nachteil allerdings ist, dass sie dein Content sozusagen, also Ansprüche auf dein Content haben, irgendwie sowas, dass sie sagen können, hier, das ist der Content von dem und dem, den dürft ihr nicht benutzen. Sprich, sie können in deinem Namen sagen, hey, du, das ist der, also du kleiner YouTuber, der jetzt, das ist der Content, also das Video von dem und dem oder ein Teil des Videos von dem und dem, der gehört zu unserem Netzwerk, das darfst du nicht benutzen. Das können die sagen. Natürlich kann man selbst dann sagen, hier, das ist Schwachsinn, ich habe das dem erlaubt, das ist also okay so. Also man hat dann selbst natürlich noch die größere
das größere Recht sozusagen über den eigene, über das eigene, die eigenen Videos suchen. So, oh, wir haben schon mehr als ein, nein, genau ein Stack. So, ich habe leider keinen, keine Spitzhacke mehr dabei. Jetzt muss ich mal hier sehen, zack, 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 zack. Okay, neue Steinspitzhacke. Die ist jetzt rechts. Genau, die ist rechts. Wieso immer rechts? Egal. Und das sollten die machen. Die haben früher auch noch dafür gesorgt. Das muss ich auch mal sagen. Ich könnte eigentlich den Sandstein hier mitnehmen. Zumindest den, den man eindeutig sieht. Dass da kein Sand drauf ist. Mal kurz hier noch. Oh Mist, das war Sand. Ah, Mist. Egal, dann ist es hier wenigstens hell. Oder... Weißt du was, wir schwimmen mal kurz nach oben. Die, da kriege ich noch. Den da kriege ich noch. Hey. So, den Sand hier nehmen wir wieder mit. Den haben wir oben wieder drauf. So, ein... Ach, was, da haben wir einfach mal Bruchstein hin. Müsste hier gewesen sein. Ja. So, kurz noch rumschwimmen. Was haben YouTube-Netzwerke früher mehr gemacht? Das ist ganz einfach zu sagen. Früher haben sie auch noch selbst eine Spinne dafür gesorgt, dass man Videos monetarisieren darf. Das geht heute nicht mehr. Sprich, sie haben bei den Spiele, also beim Let's Player jetzt, haben sie da gesagt, hey, wir haben den und den Let's Player, macht, gibt ihm doch bitte eine Genehmigung. Oder kriegen alle unsere YouTuber mit einer Genehmigung, dass dieses Spiel, wenn sie es Let's Playen, monetarisieren dürfen. So in der Art. Und das dürfen YouTube-Netzwerke heute nicht mehr. Die müssen das jetzt selbst machen. Zumindest habe ich das so verstanden, als YouTube da irgendwas geändert hat. Was sie konkret geändert haben, weiß ich nicht. Das habe ich vermutlich auch nicht richtig verstanden. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe das so aufgenommen eben. Da geht's wieder weiter. Lava, eine Lavaschlucht. Sind das Diamanten? Geil. So, ich mach mal eben das hier, damit ich sehe, ach, ich war hier schon mal. Und lass es einfach mal, denn vielleicht kommen wir hier ja gar nicht mehr hin. Vielleicht ist das eine andere Schlucht und dann weiß ich, aha, ich muss hier weitergehen. Den klaue ich mir. So, dann... Habe ich jetzt hoffentlich nicht im Detail, aber grob erklärt, was. Wow! Was ungefähr die YouTube-Netzwerke sind. Im Groben und Ganzen sichern sie sich einfach, rechtlich ab und sagen, hey, du darfst die, was auch möglich ist, du darfst die und die Musik für deine Videos wenden, das ist, die darfst du auch monetarisieren und so weiter und das ist einfach cool und was weiß ich alles. Das sagen die dann und die Musik kannst du dann im Regelfall auch, also normalerweise auch, verwenden und hast dann keine Probleme dabei. Da vorne war die Kohle, genau. Da will ich jetzt auch hoch. Also hier auf der rechten Seite.